Hallo, hier ist wieder der Xi. Und es geht weiter mit Mario's Extremely Adventure. Wir sind im nächsten Gebiet, im vierten Gebiet, bei Bissiges Erdreich. Das wäre ein... Oh mein Gott. Oh nein. Manchmal muss man eben klein sein, um mehr zu erreichen. Schmacki. Hast du mir jetzt gerade durch die Blume ernsthaft gesagt? Ja, durch die Blume. Ja. Hast du mir jetzt gerade wirklich ganz offen und direkt gesagt, hey, manchmal muss man halt. Ja, wenn du mir eine Blocklücken vor die Nase hältst, muss ich klein sein. Oder Sprünge, die, wenn ich nicht klein bin, so ekelerregend sind, dass ich sie nur klein machen will. Übrigens auch ganz toll, dass ich beim Stern einfach mal keine extra Musik bekomme, weil, hey, ich als Spieler muss ja nicht wissen, wann der Stern ausläuft. Das hört halt irgendwann auf, ne? Das hört halt dann auf, wenn ich plötzlich wieder Schaden kriegen kann und klein werde oder in diesem Fall krepiere. Dann merke ich das schon. Dann wird mir das als Spieler schon auffallen. Sollte mir schon. Die blaue Münze zeigt dir den Pfad. Was ist das mit diesen kleinen Umlauten, die dann zwischendurch doch wieder drin sind? Das eine Mal hast du die das eine Mal... Das eine Mal tauschst du die Umlaute durch U und UE und AE aus und OE. Und dann plötzlich hast du wieder diese viel zu kleinen Grafiken. Ich verstehe es nicht. Die blaue Münze zeigt mir den Weg. Aha. Wir haben mal wieder... Ach ja, und wir haben wieder mal den geschenkten Mond. Ach ja, und was wir auch haben, wieder ein Level, welches auf Schaltern basiert. Wieder ein Level, welches am Anfang... Also... Halten wir mal kurz fest. Anfang des Levels, der berühmte Mancha Run. Hey, ich gebe dir einen Stern und lass dich über die Pflanzen laufen. Dann... Dann vergisst du die Thematik wieder und sagst, okay, guck mal, hier, ich lass dir Sachen mit Schaltern erscheinen. Ne? Mit dem On-Off-Schalter. Auch mal festgehalten. Dann lässt du Sachen erscheinen, indem du plötzlich die Lautsprecherboxen hernimmst. Warum auch immer das jetzt hier der Fall ist. Die können übrigens verschiedene Sachen erscheinen lassen. Was die blaue Münze... Ah, Moment. Nee. Was für ein Weg zeigt mir die blaue Münze denn? Wohin führt die mich denn? Ich habe sie eingesammelt und da ist nichts passiert. Hier ist im Übrigen auch aus irgendeinem Grund noch ein weiterer Block an der Seite. So, jetzt haben wir uns hier den Weg geebnet. Und ja, ich habe es bisher noch nicht bemerkt. Hier drüben haben wir übrigens wieder mal einen Birdo. Ein Birdo und ein... Ein Birdo und ein Mauser.
Wolltest du mir jetzt mit der Münze irgendwie mitteilen, dass es hier einen Geheimweg gibt, den ich nur erreichen kann, indem ich den Schlüssel bis dahin mitnehme? War das deine Aussage? Unten übrigens wieder Grafiken, die sich nicht überlappen. Nö, also ich bin hier mal wieder ziemlich, ziemlich ratlos. Gut, ich meine, ich habe für den Schlüssel da auf der, da weiter rechts. Da oben war irgendwas mit Kollision. Was auch immer das war. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle dankbar dafür sein soll, dass die ganzen Schalterdrückereien dieses Mal wenigstens auf einer Linie liegen und mich nicht quer hin und her im Level schicken. Gut, ich meine, das mit dem On-Off in der anderen Höhle, in diesem Tiefseelabyrinth, habe ich eh nicht verstanden. Was sagst du mir hier, bevor mir die Bombe ins Gesicht fliegt? Es ist ratsam, von oben nach unten zu gehen. Von oben nach unten. Übrigens, tschüss, Mauser. So, gucken wir erstmal hier. Nö, hier scheint kein Schlüsselloch verborgen zu sein. Kann auch mal den Schlüssel hin. Legen, um versuchen irgendwie höher zu kommen. Nö, nichts. Aha. Lass mich raten, Börde muss ich jetzt erledigen, damit da unten eine... Damit da unten was erscheint. Von oben nach unten. Was auch immer du mir damit sagen willst, Schmacki. Auf jeden Fall, dass ich es jetzt hier plötzlich wieder mit gänzlich anderen Plattformsorten zu tun habe. Gut, das war jetzt mein Fehler. Hätte ich daran denken können. Ach Gott. So, hier wieder die Devise, einfach warten. Weiß auch nicht so ganz, was die Musik hier eigentlich soll. Aber ich glaube, die hatten wir schon mal. Hat es eigentlich eine bestimmte Bewandtnis, dass auf der einen Plattform hier wieder Mancha sind? Solche S-förmigen Gänge sind auch irgendwie... Aha, da ist eine Wand. Okay. Okay. Was auch immer. Hopp. Ich habe keine Ahnung, wie weit die Stacheln nach unten gehen. Zur Sicherheit warte ich einfach kurz und komme dann sicher durch.
Aha. Okay, das kann also tatsächlich passieren. Ja gut, war ja eigentlich zu erwarten. Wenn man mal ganz ehrlich ist, sich ein bisschen weiter an die Seite zu stellen. Bringt auch was. Wieso sind hier unten jetzt noch manche? Und ja, Leute, ich stelle solche Fragen. Ich bin einer dieser unangenehmen Menschen, die Fragen stellen. Müsstet ihr aber mittlerweile wissen von mir. Ich bin einer dieser unangenehmen Menschen, die schamlos einfach Dinge in Frage stellen. Das mache ich auch hier. Auch wenn ich mir im Nachhinein die Aufnahmen ansehe, gibt es diverse Dinge, wo ich mich über mich selber wundere, dass ich es überhaupt nicht kommentiert habe, aber naja, ich fürchte, ich habe mittlerweile angefangen, manche Dinge einfach hinzunehmen. Und auch das klingt nun wieder böser, als es sollte. Oh, super. Achso, jetzt verstehe ich, wie er das gemeint hat. Erst Birdo, dann Mauser. Auch da denke ich mir halt dann wieder, warum jetzt einfach mitten in einem Level Bosse? Warum mitten in einem Level Bosse? Birdo mag ein kleiner Boss sein, aber ihn deswegen als herkömmlichen Gegner zu betrachten, finde ich ehrlich gesagt nicht so klug. Genauso Mauser. Du hattest vorher noch in einem Level Mods die Thematik mit Gestein, das weggesprengt wird. Da hätte sich Mauser perfekt, reingepasst. Wenn das Thema Bomben ist, nimm ihn als Boss. Wenn ich mich richtig erinnere, war genau das Level, wo dann der zweite Birdo kam, der plötzlich mehr zu bieten hatte. Im Übrigen auch bedeutend mehr als diese Bosse jetzt hier. Bin im Übrigen auch kein großer Begeisterter davon, dass Mauser mir, wenn er gerade lustig ist, einfach eine Explosion von unten her entgegenwerfen kann. Das ist ehrlich gesagt auch etwas fragwürdig, wenn man als Spieler nicht wissen kann, in welchem Winkel die Bomben jetzt genau daherkommen. Und wenn Mauser dann gerade recht nah steht und dann eine Bombe direkt an den Block wirft, auf dem man gerade eigentlich gegen Birdo kämpft, ja, ist das ein Schaden, den man als Spieler nicht wirklich vorhersehen konnte. Naja, was ich vorhin ansprechen wollte, von wegen Level-Thematiken. Wir haben am Anfang einen Mancha-Run, dann endete der, dann hast du kurz mal Plattformen erscheinen lassen. Gut, das mit den erscheinenden Plattformen, erscheinenden Brücken hast du soweit weitergeführt, auch wenn du aus irgendeinem Grund dann plötzlich wieder unterschiedliche Grafiken hernimmst. Weil hier ist jetzt erstmal eine Röhre aus Super Metroid. Ein Bildschirm weiter ist es dann plötzlich wieder eine normale Brücke. Da ist übrigens auch wieder eine Grafik unstimmig. Wie auch immer das jetzt funktioniert hat. Aha, der kann da in den Schlüssel zum Teil reinlaufen, zum Teil nicht. Irgendwann steht er auf dem Würfel, wenn er zu lange drauf zuläuft. Keine Ahnung, wie das passiert. Das ist eine Frage der Kollisionsabfrage.
Eieieiei. Aber wo ich gerade so drüber nachdenke. Mit deinem bissigen Erdreich hat sich's halt mit den Mannschaften dann auch schon wieder erledigt, oder? Ich sag mal, die Stacheln hier würde ich jetzt nicht gerade als Zähne definieren. Auch wenn man natürlich sagen kann, ja, das ist quasi so eine Art Kaubewegung. Wobei zum Kauen immer noch Stacheln von oben und von unten gebraucht werden, wenn es das wäre. Das wäre ja zum Beispiel auch eine interessante Idee. Wenn man einfach so eine Höhle hat mit lauter Skeletten, solchen Dino-Skeletten. Und dann einfach sagt, ja, du musst da immer mal wieder durch Dino-Mäuler durch. Da, genau das meine ich. Mauser kann halt auch Bomben da direkt an die Blöcke ranwerfen. Da braucht man mir nicht damit herkommen, ja, das ist halt die Schwierigkeit da dran. Schwierigkeit ist nicht, dass man nicht weiß, ob unter einem gleich der Block explodiert. Definitiv nicht. Wenn was vom Zufall abhängig ist, dann sollte man als Spieler da trotzdem immer noch genug Zeit haben, um drauf zu reagieren. Das hat man in dem Fall nicht, weil da allein schon zwei verschiedene... allein schon zwei Kreise, also, ja doch, Zyklen sind, die asynchron zueinander funktionieren. Wir haben einerseits Mauser, der seine Bomben wirft, wir haben andererseits Börder, der die Eier spuckt. Und ja, wenn das gerade in dem blöden, im Zyklus gerade blöd zueinander steht, dann heißt das im Klartext für den Spieler, ja. Börder spuckt gerade als eine Bombe unter den Block trifft. Oder knapp versetzt. Bin wirklich schwer am über... Da, Mauser versucht halt auch mich zu treffen. Das ist halt das nächste Problem. Von oben nach unten, von wegen. Versuche jetzt Mauser zuerst zu erledigen. Der geht mir im Kampf gegen Börder viel zu sehr auf den Zünder. Beziehungsweise, ich denke, ich soll es wieder wie vorhin machen. Den Schlüssel holen und dann gegen Mauser antreten. Werfe ich einmal den Schlüssel, mal im Schaden. Mauser klettert aus irgendeinem Grund auf den Schlüssel drauf. Bewegt sich nicht mehr von der Stelle. Und dann fange ich einfach nur noch ein paar seiner Bomben, werfe die gleich zurück. Und dann haben wir das hoffentlich relativ schnell. Ich meine, erledigen müssen wir dann eh beide. Aber wenn Mauser weg ist, dann tue ich mich mit Börder halt wenigstens ein bisschen leichter. Hei. Aber was ich hier schon mal positiv bewerten möchte, und das ja, das möchte ich wirklich auch so betonen. Das ist die Tatsache, dass Das ist die Tatsache, dass hier wenigstens die Grafiken soweit stimmig sind. Wir sind in einer Höhle, wir haben einen Höhlenhintergrund, wir haben Höhlenwände, wir haben Höhlenblöcke. Ganz simpler, stupider Super Mario Bros. 1 Stil in der 16-Bit, aus der 16-Bit-Ära. Sprich All-Stars. Das finde ich gut.
Gut, ich verstehe zwar jetzt hier zum Beispiel wieder nicht, warum bei dieser Rampe hier da unten unbedingt zwei halbe Blöcke zusammengefügt werden müssen, aber... Nee, wie gesagt, das hier ist optisch immerhin schon mal ein wesentlich durchgehenderes Thema, als wir es vorher hatten. Die Kampfpflege gegen Mauser ist halt auch bescheuert. Es geht zwar noch, weil er die Bomben nicht auf den, direkt auf den Block wirft, auf dem man selber steht, aber... Nee, die Kampfpflege gegen Mauser will ich jetzt nicht unbedingt kritisieren, die geht ja noch. Das Einzige, was bei ihm halt so wahnsinnig nervt, ist die Tatsache, dass er halt da oben diese Blöcke so explodieren lassen kann. Dass die Blöcke, wenn sie die Wand berühren, direkt explodieren. Ist es gerade richtig gesagt, dass wenn die Bomben die Wand treffen? Ich weiß nicht gerade, ob ich Bomben oder Blöcke gesagt habe. Was ich mir an der Stelle aber ehrlich gesagt auch frage, ist... Warum ist hier dieser Rückweg? Es fühlt sich fast schon so an, als sollte ich an der Stelle hier zurückgehen. Den Knopf hier? Nee, ändert nichts. Ich dachte jetzt gerade ehrlich gesagt, dass es irgendwas ändern könnte, wenn ich an der Stelle nochmal zurücklaufe und den... in Anführungszeichen Schalter betätige, meine Güte. Dass man damit irgendwas anderes aktivieren würde. Was an Mauser halt auch so nervt, das ist seine G-Reichweite. So. Nummer 1. Interessante Positionierung, Baro. Wieso steckst du jetzt fest? So. Jetzt sind wir hier wieder durch. Und lass mich raten, hinter der nächsten Passage wäre der nächste Zwischenpunkt. Entschuldigung, Mittelpunkt. In diesem Fall darf man sie ja Mittelpunkt nennen, denn... hier ist ja tatsächlich die Mitte gemeint. So. Hier haben wir aus irgendeinem Grund wieder eine andere Grafik für die... Lass mich einfach zum Mittelpunkt. Will ich da hin? Gibt's da irgendwas? Nö. Eine Sache gibt's da aber, die da auffällig ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht bewusst gemacht wurde. Yep, das ist einfach nur ein Abgrund. Da fehlt die Pflanze. Wollte ich lediglich überprüfen. Ach ja, nachdem wir die ganze Zeit schräge Wände hatten, haben wir jetzt plötzlich eine
Treppe. Oh nein. Schmacki. Schmacki. Bitte. Ich bitte dich. Ich meine, du gibst mir ja wenigstens eine Waffe an die Hand, aber meine Güte. Das kann doch gerade nicht dein Ernst sein. Recht viel repetitiver geht's doch gerade schon nicht mehr. Ich meine, die haben ja nicht mal irgendwelche Unterschiede. Ich bin mal so optimistisch, ne? Ach ja, klar, jetzt ist der dumme Pilz natürlich auch verschwunden. Eieiei. Ich dachte mir schon, dass sowas passieren würde. Bissiges Erdreich. Ja. Allein, dass der eine Burro da schon wieder prinzipiell runterläuft. Ich meine, die Burros schaffen es gerade schon gut, mich zu beschäftigen. So ist es nicht. Das will ich auch nicht leugnen, aber... Es ändert halt nichts daran... Da... Wieso hast du den überhaupt da oben platziert, wenn er eh nicht an der Stelle dramatisch sein soll? Jetzt ist einer der Birdos auch noch verschwunden, wegen der Bildschirmbewegung. Was im Klartext heißt. Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut gelöst, Schmacki. Hm. Gut. Du kannst Gott sei Dank nochmal... rückgängig machen. Nichtsdestotrotz, das hier funktioniert technisch absolut nicht einwandfrei. Das ist so nicht in Ordnung. Einerseits vier Birdos ohne irgendwas weiteres hinstellen. Abgesehen von dem Blockpilz, ja. Aber der macht halt auch nicht gleich alles wett, deswegen... kriege ich vier Birdos halt trotzdem nicht mal eben alle erledigt. Irgendwann passieren halt Fehler. Vor allem, es zeigt halt nochmal, es führt halt nochmal direkt vor, wie absurd es eigentlich ist, dass Birdo einfach so einzeln als Gegner in Leveln eingebaut wird. Das hier zeigt halt nochmal ziemlich gut, wie absurd das eigentlich ist. Weil wir hier halt jetzt auch nichts anderes zu tun haben, als einfach nur Birdo wieder und wieder und wieder zu kloppen. Als ob man quasi beim ersten Mal nicht verstanden hätte, wie der Bosskampf funktioniert. Als ob das Ganze hier eine Art Trainingssitzung sei. Naja, und jetzt passen Hinter- und Vordergrund halt farblich auch nicht mehr zusammen. So nebenbei. Und plötzlich wieder Sprachwechsel. Groß- und Kleinschreibung, ja, ist mir aufgefallen. Eieieiei. Ah ja, die eine Lücke bei den Münzen hatte nichts zu bedeuten. Normalerweise würde man halt davon ausgehen, dass derartige optische Auffälligkeiten irgendwelche Geheimnisse verbergen, aber... Naja, der Mann hat es im letzten Alert halt schon gezeigt.
dass das gar nichts heißen muss. Und ja, wieder ein Mond am Anfang eines Levels. Es ist ja schon eigentlich. Es wäre ja eigentlich schon wieder ein Birdo. Mein Gott. Es ist ja eigentlich schon dramatisch genug, wenn man überall, wo man ein Level beginnen kann, einen grünen Pilz hinbaut. Weil man damit halt eigentlich schon ziemlich effektiv verhindert, dass der Spieler ein Game Over fürchten muss. Aber diese Monde, weil ein Mond heißt ja effektiv, jedes Mal wieder, du kriegst, selbst wenn du krepierst, zwei Leben drauf. Deswegen laufen wir ja auch, obwohl ich mich zwischendurch wirklich schlecht angestellt habe, mit sage und schreibe 160 Leben herum. Entschuldigung, 159. Und ja klar, mein Gott, wenn der Mond einfach mal wieder so offen herumliegt. Ich meine, das ist nicht wie im Wüstengebiet, wo einem die Monde regelrecht aufgezwungen werden. Ich nehme an, den soll ich mit dem anderen besiegen. Auf herkömmliche Art und Weise werde ich nicht gegen diesen Hammerbruder antreten. Hammerbrüder, nach wie vor keinen Spaß machen. Auf herkömmliche Art und Weise werde ich nicht gegen ihn antreten, wie gesagt. So. Yay, ein Mond, für den man zumindest kurzzeitig was machen muss. Okay. Es war ganz offensichtlich eine blöde Idee, ihn sich holen zu wollen. Weil man da dann... man käme schon wieder nach oben, aber der Sprung, den man da von den Ranken aus machen muss, das will ich nicht. Will ich nicht machen. Das sind solche Sachen unter Kanten hervor, die ich mich einfach nicht traue. Das hat an der Stelle nichts damit zu tun, dass das jetzt besonders schwierig wäre. Das wäre schon möglich, aber da fehlt mir persönlich einfach die nötige Einschätzungsmöglichkeit. Aha. Ja, Schmacki. Da hätte man auch Umrandungen einbauen können, anstatt einfach nur die Innenseite, die äußere Seite solcher Blöcke als Grafik zu nehmen. Hier haben wir spontan... ob das so klug war jetzt? Das Ding fliegt, wenn es die anderen Blöcke berührt, einfach weiter. Nee, tut mir leid, Schmacki, aber das ist doch ein schlechter Scherz hier gerade. Das gerade eben verlangt, dass ich vier Birdos besiege. Das gerade eben verlangt, dass ich vier Birdos erledige. Und dann stellst du mir in so einem Level einen Birdo hin, für den ich auch nochmal zurücklaufen soll. Über eine Kreissäge, die einmal im Level auftaucht. Gut, aber die Folge ist schon wieder schon länger vorbei. Und ich habe wieder überzogen. Mir egal. Und ich bin nächstes Mal dabei. Mario's Extremely Adventure. Ich bin Dixie. Bis dann, Leute. Ciao.